Ja, da steht's. Da steht's oben wieder, liebe Leute. Der alte Renderer. Ich habe den alten Renderer wieder reingemacht. Ja, man möge mir vergeben über die Optik des der letzten Folge mit dem neuesten Renderer. Just Another heißt der, glaube ich. Und gut, okay, der ist in Arbeit. Den will ich auch nicht kritisieren. Nur, eingangs gesagt, ich habe kein neues Texturpack drauf gelegt, sondern ich habe das gleiche behalten hier, Eliva und Gothic 2 normal, bloß was der Renderer dann gemacht hat, aber das werde ich dem Entwickler noch mal posten und sagen, gut, okay, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen rumrendern, also ein bisschen hier die Meshes rein, ne, das ist halt eben dem alten Renderer geschuldet, dass das sich ein bisschen verzögert, deswegen habe ich halt eben kurz einblenden lassen, links oben, dass ich den alten wieder rein gemacht habe und wir wissen, Corinnes ist groß, so jetzt ist es gut. Wie war das denn nochmal? Wir haben doch jetzt hier, wie war das hier jetzt hier doch, wow, das war doch die Diebesgilde, ne, genau richtig. So, Wambo gab mir den Auftrag, Nago, Mike und Truman zu verhaften, wenn ich dieses Wambo berichten will, muss ich ihn nehmen. Gut, okay, das heißt, wir müssen also runter in die Kanalisation. Ach, übrigens, danke, dass ihr jetzt auch wieder dabei seid, herzlich willkommen wieder mal. Und einen schönen guten Tag gewünscht und lieben Dank für die Kommentare, die ihr gegeben habt. Die sind auch sehr erbaulich für mich, muss ich ehrlich sagen. Und die motivieren auch. Also dazu auch mal ein herzliches Dankeschön. Gucken wir doch mal, indem wir die Fackel rausholen, mal ein bisschen gucken, ob es hier hell ist. Ich hatte noch mal gesagt, den neuesten Renderer auch aus Gründen der neuen Option mit dem Loot Locator, also Item Locator, den kann ich jetzt bei dem alten Renderer nicht anwenden. Der ging nämlich nur mit dem neuesten Yet Another Renderer. Und deswegen, ach, wisst ihr was? Schlafen wir eine Runde. Und deswegen hatte ich den mal ausprobiert gehabt. Und so mit muss ich mit dem alten Renderer wieder damit leben, dass ich die... Ja, Sarah, ist gut. Muss ich mit dem alten Renderer wieder leben, dass ich die Items selber wieder suchen muss. Und dabei wieder alle vergesse oder... oder wenigstens einige. Ja, liebe Freunde, so sieht er aus. Und dann werde ich mal an der Stelle mal speichern, weil ein neuer Tag angebrochen ist. Und was mich auch letztendlich bewegt hat, die neuen Renderer wieder zu deinstallieren, ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass da der Peer sozusagen... Ach, übrigens. Nee, habe ich ja schon alle gelootet, die Sachen vom Dach. Dass der Peer überflutet war, dieser hier. Das habe ich aber erst, habe ich mir gedacht, so von wegen, machst jetzt die Folge nochmal neu. Ja, leider geht das nicht. Weil ich da die Speicherstände überschrieben oder die ich benutze, schon überschrieben hatte. Gut, okay. Jetzt aber machen wir mal Jump into the Meereswasser rein. Ja, schön. Genau, und dann machen wir mal Folgendes. Bin ich mal gespannt. Muss ich die jetzt alle umbringen? Truman, Nagur, Mike, Rengaru. Vier waren es, ne? Da steht schon der erste Spalier. Das ist doch der, wie heißt er nochmal? Das dürfte Truman sein. Ja, Truman. Hi Truman, guten Morgen, guten Tag. Gute Nacht und schlafen Sie gut. Oder irgendwie lief das da in dem Film, ne? Falls das jemand kennen sollte, ergib dich. Ergib dich. Ich verhafte dich im Namen des Königs. Ich mach dich fertig. Echt? Ah, Tatsache. Ich habe vergessen, hier meine Combo anzuwenden. Weil ich war jetzt echt geschockt, dass er einfach so hier unvorangemeldet mal seine Waffe gezogen hat. So, dann stehen wir auch mal gucken, was du zu sagen hast. Ja, jetzt. Er ist wieder bei Sinnen. Oh Mann, mein Kopf. So, dann. Jetzt komm mit. Und jetzt komm mit. Wir sprechen uns noch. Noch was? Nee.
gucken wir mal. Und was haben wir denn hier? Diebesgilde war da wahrscheinlich, ne? So, da oben ist es. Richtig. Ich wollte eigentlich runterscrollen, aber das habe ich mir mit übernommen. Und zwar den Inventarordner sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ding auf Englisch heißt, aber jede aktuelle Quest oder wird an oberste Stelle gestellt und in grün sozusagen nochmal hervorgehoben, damit man nicht vergisst, das zu lesen. Ich finde das, ne, sonst muss ich immer suchen und scrollen. Also das ist wirklich ein sehr sinniges Plugin. Ich habe Truman besiegt. Er wird mir jetzt ohne weiteren Widerstand in das Gefängnis von Corinis folgen. Davor, Truman wollte sich nicht ergeben, dann werde ich ihn wohl unschädlich machen müssen. Unschädlich. Naja, unschädlich. Auch eine Form. Er ist ja nicht tot, aber jetzt erstmal unschädlich. Der soll jetzt mir folgen? Okay. Wo folgt er mir denn hin? Oh, ich höre gerade, ich habe noch meine Lüftung von meiner Hausanlage an. Von meiner Kamerasystem-Hausanlage. Die mache ich jetzt gleich mal aus. Das Ding habe ich ungefähr so einen halben Meter rechts neben mir liegen. Selbst gebastelt. Raspberry Pi. Das ist ein Mikrocontroller, also ein kleiner Mikrocomputer. Gut, aber das nur nebenbei, weil ich als Elektroniker auch sowas gerne bastle. Ja, dann haben wir ja schon noch mal einen hier. Ich werde mal speichern dann. Und mal gucken, was denn mit ihm hier ist, mit dem Nagua. Auch ergib dich. Ich verhafte dich im Namen des Königs. Du mieser Verräter, ich mach dich fertig. Ja, das will ich sehen. Nicht schlecht. Okay. Wer hat denn das gesagt? Nicht schlecht. Warst du das? Hey, Truman. Verräter. Seine eigene. Moment, wo ist denn seine Waffe hier? Die ist wohl weg. Gut. Das ist ja eine Eins. Ja, ja, immer die Fahne in den Wind hängen. Da ist ja die Degen. Herrlich. So, Nagua. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Das werden wir mal sehen, wenn ich dich jetzt mal anspreche und dich mal mit ins Gefängnis okay, nehme. Okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Blitzschuh. Und jetzt komm mit. Okay. Heiltrank geben, gut. Haben wir auch wieder. Ja. Logbuch. Herrlich. Ich habe... Nagur wollte sich nicht ergeben, dann werde ich ihn wohl unschädlich machen müssen. Auch das. Ich habe Nagur besiegt. Er wird mir jetzt ohne weiteren Widerstand in das Gefängnis von Corinis folgen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den anderen auch so ist. Oder ob da noch ein bisschen Abwechslung mit reinkommt. So, es sind ja noch zwei da. Rengaro zum Beispiel. Okay. Ich will die nicht verlieren. Die sollen alle mal schön bei mir bleiben. Das Blöde ist jetzt, wie kriege ich die ins Gefängnis rein? Weil über die Treppe geht das nicht. Oh, dann gehen wir an Rengaro. Hey du! Jetzt habe ich wenigstens zwei Leute. Ich verhafte dich im Namen anfeuern. Des Königs. Mieser Verräter. Hätte ich dir doch bloß nicht vertraut. Wie sieht es jetzt aus? Ergibst du dich? Oh. Vergiss es, du Mistkerl. Dir werde ich mich nicht ergeben. Aha. Nicht schlecht, Kampf! Zwei Schläge, das war's. Nicht schlecht, okay. So. Jetzt habe ich einen weiteren Zuschauer, der mich anfeuern wird. Mal gucken. Ich habe Nago besiegt. Er wird mir jetzt ohne weiteren Widerstand in das Gefängnis von Corinis folgen. Rengaro wollte sich nicht ergeben. Dann werde ich ihn wohl unschädlich machen müssen. Okay, dann kommt ja gleich der nächste Eintrag. Los, los, steh auf! Säckel! Nummer. Oh Mann, mein Kopf! Gucken, ob ich ihn ansprechen kann, bevor. Nee, geht nicht. Warte mal! Und jetzt komm mit. Und jetzt komm mit! Macht er das? Müllabfuhr ist jetzt gerade bei mir vor der Tür. Rengaro besiegt, er wird mir jetzt ohne weiteren Widerstand in das Gefängnis von... Oh, die sind alle so widerstandslos. So, jetzt geht's nur noch an Mikey. Muss ich den Mikey noch erledigen? So, ey Mike. Hey! Erzähl mal was. Ergib dich. Ergib dich. Ich verhafte dich im Namen des Königs. Du wärst besser nicht hergekommen. Hört ihr Bewohner von Turin?
Okay. Nicht schlecht. Aha. Hab nach vorne geschlagen. So, wo bleibt ihr denn hier? Jetzt flippen die aus. Nicht abhauen. Wir haben die jetzt Angst gekriegt, oder was, oder wie? So, erstmal den Mike noch ausplündern. Apfelwacholder, Brotkäse und 13 mal Jolt. Jo. Okay, dann haben wir sie jetzt alle oh, vier. Oh, mein Schädel. Gluck, gluck. Warte mal. Komm jetzt. Und jetzt komm mit. Brutaler Mistkerl. Ja, ne, so kann ich nämlich auch sein. So, Dilla. Mike wollte sich nicht ergeben, dann werde ich mal unschuldig machen müssen. Ich habe Mike besiegt, aber jetzt ohne Widerstand in das Gefängnis von Corinnes folgen. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie groß jetzt der wirkliche Übertragungswiderstand ist. Nein, also der Überführungswiderstand, so meine ich das. Nämlich über die Treppe kann ich da nicht gehen. Das weiß ich, das geht gar nicht. Das ist auch von der Technik her. Oh, hallo? Und jetzt. Hört ihr alle vollständig oder fehlt da noch einer? Der Mike fehlt. Hört ihr Bewohner von Corinnes? Oh nee. Okay, die sind alle folgsam. Bloß der Mike macht wieder Sperenzchen, ne? Da ist er hier oben hingegangen. Das wäre es ja natürlich. Ich habe eine Tür gehört. Ansonsten muss ich nochmal neu laden. Tatsache, was ist das denn? Der ist alleine nach oben gekommen. Truman kommt auch nach. Also als ich dann Dolo versucht habe, hier hochzuholen, da ging das gar nicht. Dann kommt Nagur noch mit. Also hier ist ja wie... Ah, die... Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe ehrlich gesagt mit ein bisschen mehr Schwierigkeiten gerechnet. So, Rengaru, Mike, einer fehlt noch, da muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Hört ihr Bewohner von Corinnes? Vielleicht gehe ich wieder runter und gucke nach dem Heinz, man kann die aber nicht anhalten. Ne, muss ich den Mikey mal noch, wieder einer weg oder was? Sind es noch zwei? Ach ja. Wie mache ich denn das jetzt? Fange ich nochmal neu an? Lade ich nochmal neu ein? Nee, das sind die anderen. Ja. Gucken wir mal. Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich die nicht nach oben hier durch die enge Treppe führen will, werde ich sie einfach mal über den Seeweg rausbringen. Weil ich glaube, das würde... Unterfangen geben, welches da ziemlich hakelig sein könnte. Mike macht den nämlich schon Sperenzchen. Okay. So, jetzt bist du bestimmt hier in dem... So, jetzt haben wir sie alle vier da. Gut. So, nein, nicht hier rein, sondern geradeaus. Aber ab und zu mal in die Gerade rücken, das ist wichtig. Zip, dum, dum. So, und wehe von euch. Einer von euch ist hier ausschüssig. Jep, vier Köpfe. Gut. Jetzt haben wir ja hier den Ausgang hier links. Also, okay. So, und da ist ja so eine blöde Stufe. Das heißt, ich werde mal versuchen, die hier auf die Seite rüber zu bewegen. Damit hier die Stufe meine ich hier unten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die AKI das nicht schafft. Okay, alle sind sie hier. Seid ihr noch... Oh, sorry, Kamera. Dann mache ich mal die Tür auf. Und gucke dann von innen außen noch rein. Von außen nach innen sind sie alle da. Ja, wir sind alle da. Mal gucken, ob sie alle überhaupt schwimmen können. Okay, reingehen sie. Sehr gut, speichern. So, Freischwimmergruppe. Bitte mir folgen. Okay.
würde nicht so weit rausschwimmen. Mal gucken, sind sie alle vollständig? Jawohl. Vier Knallkörper sind hinter uns. Da ein schöner Fisch. Frage mal an die Zuschauer, Zuschauerinnen. Wer hätte denn die vier Leute denn umgebracht? In der Kanalisation. Mein Gott, der Fisch traut sich was. Ja. Hervorragend. Ups, nicht gleich wieder runterfallen. So, Dille. Perfekt. Dann bräuchten wir nur noch hier hin. Sup, okay. So, Bürgerin ist gut. Mal gucken. So, alle mal durchzählen. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Perfekt. Okay. Immer ein bisschen weit ausholen. Da sind wir auf der sicheren Seite. Achso, ich dachte schon. Jetzt gucken. Na. Ja, jetzt ist er nachgerückt. Mal hier in die Ecke. Sehr schön. Wunderbar, Wattengröbchen, was? Ach, jetzt können sie alle folgsam sein. Das ist ja interessant. So, Diebesgilde jetzt komplett. Sup, sup, sup. Hier Leute drin. Gehen wir mal zu Lord André erstmal so rein. Mal gucken, ob der Herr André schon was sagt. Nee, sagt er noch nicht. Das heißt also, ich packe die mal hier in den Raum rein. So, gehen wir weit rein. Falls da so ein Gesprächsoptionsträger noch rein muss, speichern. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache mal sicherheitshalber diese Zelle auch nochmal auf. Wo die sich denn hin entscheiden. Weil hier ist ja schon der... Hier ist der Gerbrand drin. Also hat der eigentlich noch eine Gesprächsoption? Na, wie gefällt es dir in deiner Zelle? Eines Tages komme ich hier wieder raus und dann kannst du was erleben. Okay, noch was? Nee. Aber doch noch irgendwie so eine menschliche Zusatzoption, dass man ihm noch einen Heiltrank geben kann. So, du auch? Du bist ja Bedrun, der Healer. Alles klar? Hau bloß ab. Okay. Ja, dann. Mit wem fangen wir an? Fangen wir mal mit Mikey an. Aha. So, da sind wir. Das wirst du bereuen. Okay. Ngaru? So, da sind wir. Ups. Okay. Noch was? Okay, auch nix. Auch nix. So, Nago noch. Truman? Hört ihr Bewohner von Truman? So, da sind wir. Lass mich in Ruhe. Ehrenwerten Lord Andres, er geht folgender Erlass. Stop. So, habe Mike besiegt, er wird mir jetzt ohne... Ja, genau, ich habe Mike ins Gefängnis gebracht, wenn ich alle Mitglieder der Liebesgilde Wambo mitteilen. Aha, okay, Rengaro Truman. Mike Rengaro Truman, und wer fehlt noch? Da fehlt doch noch jemand. Nagur. Hä? Okay. Muss ich noch ein bisschen weiter reinbringen? Nö. Mit Nagur los. Da fehlt die Option mit so, da sind wir. Kommt mir mal hier in die Zelle rein. Okay, vielleicht muss er dann... Nee, auch nicht. Er ist noch im Dings-Modus, im Follow-Modus. So, ein bisschen hagelig wird's, das war mir schon klar. So, Mike muss noch in die Zelle. Haben wir hier schon zwei Leute drin? Ja, doof jetzt. Wenn das jetzt nicht im Dings steht, im Eintrag, im Logbuch, dann ist das doch dull. Jetzt kommt er wieder nicht rein. Sorry, ich muss das jetzt mal im Off irgendwie lösen. Ich melde mich dann. Jo, ich habe es jetzt irgendwie so ein bisschen in die Zellen gekriegt.
Machen wir mal zu. Also hier sind Dreier drin. Das ist Mikey. Er ist auch noch im Follow-Modus. Mal gucken, ob das ausreicht, um einzusperren. Aua! Slice me nice. Okay, er bleibt drin. Das ist gut. So, und Nago ist noch immer noch... So, da sind wir. Ich denke, das hier wird erstmal dein Heim für die nächsten Jahre werden. Das werde ich dir heimzahlen. Verlass dich drauf. Okay. Okay. Den da hinten, den hatten wir ja schon. So, Truman, hat er noch einen? Nee, hat er nicht. Machen wir auch hier den Hebel runter? Du sollst den Hebel runter machen. So. Perfekt. Ja, hat keine Option mehr. Mikey hat auch keine Option mehr. Liebesgilde. So, ich habe Nagur, Truman, Rengorum, Mike. Perfekt. Aha, jetzt haben wir sie drin. So, ich soll ja Wambo Bescheid sagen. Mal gucken, ob André irgendwas von dieser Aktion mitgekriegt hat. Nö, überhaupt nicht. Okay, auf zu Wambo. Oh, hab ihn gefunden. Gerade Mittagszeit. Genau, richtig. Für den König. Iss mal dein Butterbrot. Genau, Wambo, setz dich hin und ich werde dir was erzählen. Ich konnte die Diebesgilde unschädlich machen. Ausgezeichnet. Wir haben übrigens in der Kanalisation die Blutkelche wiederfinden können. Innos sei Dank, sonst hätte man uns womöglich noch die Hölle deswegen heiß gemacht. Ich habe Lord André bereits meinen Bericht gegeben. Teile ihm nun mit, dass die Diebesgilde unschädlich gemacht ist. Es wartet eine hohe Belohnung auf dich. Mhm. Wie ist die Lage? Gut, zurzeit ist alles in Ordnung. Also alle Blutkelche? Aber mit das genau. Lord André mitteilen soll ich das noch? Ich sollte das noch. Lord André mitteilen. Alle Blutkelche gefunden? Das ist ja cool. Moment mal, ich hatte doch auch selber, glaube ich, zwei oder so. Ich guck mal nach. Nein, ich hab's ja auch nicht mehr. Also habe ich das schon gemacht. Okay, gut, das war der Schalter hier für die Kiste. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, was willst du? Meh. Okay, zurück zu Lord André. Einen kleinen Abstecher zu Konstantino. Ich habe ihm gerade die Goblinbären, die 6 noch abgekauft. Und sehe hier doch noch, dass ich halt eben noch ein bisschen was hier an wertvollem Kronstöckel abkaufen kann. Snapperkraut nicht, eine Drachenwurzel kommen. Nehmen wir mit. Sumpfkrauten braucht's nicht, habe ich selber genug. Feldknöteritsch. Ja, okay. So, reicht. Ich habe selber auch noch sehr viel im Vorrat. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. So, Konstantino ist ein guter Händler. Der muckt nicht so rum. Okidoki. So, mal gucken, was ein Lörtchen sagt. Lörtchen Andrechen. Dandolo steht da immer noch schon. Bin so gut, den brauche ich gar nicht mehr. So, hier, Dreier Stehkonvent, auch cool. Nicht die Stadtwache ansprechen. André. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Die Diebesgilde von Corinnes ist Geschichte. Das sind gute Nachrichten. Nimm diese Belohnung von mir. Du hast uns wirklich einen großen Dienst erwiesen. 1000 Jolt. Mal gucken, was mit dem passiert. Was wird mit den Dieben nun geschehen? Sie kommen natürlich vor Gericht und das schon sehr bald. Da aber die Verbrechen der Diebesgilde nicht unter das Kriegsrecht fallen, werde nicht ich das Urteil über sie fällen, sondern der Richter. Hattet ihr denn bisher nicht auch über solche Fälle geurteilt? Das ist richtig. Ich muss mich aber jetzt nach der Rückeroberung der Stadt um wichtigere Dinge kümmern. Und da der Statthalter Larius mich gebeten hatte, diesen Fall dem Richter zu übertragen, habe ich seiner Bitte zugestimmt. Du wirst übrigens als Zeuge vorgeladen. Geil. Geh zu Cornelius. Er wird dir das Schreiben hierzu übergeben. Was? Ich bin Zeuge? Oha.
Meinst du, mir geht es besser? Das Urteil. Okay, gucken wir mal. Unter erfüllte Mission ist das auch grün. Wunderbar. Lord André, habe ich alles berichtet. Ich habe leckere 1000 Euro Gold gekriegt. Und ja, das ist cool. Hallo, ich habe es doch gelesen. Okay, ja, okay, wenn ich runterscrolle, dann geht's weg. Aktuelle Mission, das Urteil. Über die Diebesgilde soll Gericht gehalten werden. Ich soll vor Gericht als Zeuge geladen werden. Die Vorladung händigt mir Cornelius im Rathaus aus. Ja, dann gucke ich mal auf die Zeit. Hey, die Zeit haben wir noch. Dass wir noch zum Rathaus gehen könnten. Er muss das ja. Ich denke, die ganze Zeit hier würde mir noch jemand folgen oder im Nacken sitzen. Ja, dann gehen wir mal zum Rathaus. Auch das überspringen wir mal eben kurz. Ren Buddy Ren. So, zu sehr. Ach, was bin ich übereifrig heute. So, Cornelius dürfte sich... Ja, genau, am Schreibpult befinden. Kann ich dir helfen und sonst... Ich soll euch bei euch etwas... Ich soll was bei euch abholen? Okay. Ich soll was bei euch abholen. Oh. Ah, Ritter Roland. Gut, dass ihr kommt. Ihr seid als Zeuge vor Gericht geladen. Hier eure Vorladung. Seid bitte pünktlich. Ich weiß. Sonst muss ich eine Strafe zahlen. Nun ja, eigentlich schon. In eurem Fall würden wir natürlich davon absehen, da ihr so viel für die Stadt getan habt. Trotzdem bitte ich euch, pünktlich zu erscheinen. Die Verhandlung ist sehr wichtig. Findet euch bitte um 13 Uhr vor dem Haus des Richters ein. Ja, um 13 Uhr, jetzt ist 14.03 Uhr, also morgen oder was? Herrlich. Gucken wir mal nach der Vorladung vor das Gericht. Gucken, was da drin steht. Vorladung. In der Strafsache gegen die Angehörigen der Diebesgilde werden Sie, Ritter Roland, auf Anordnung des Gerichts als Zeuge zur Hauptverhandlung geladen. Diese findet morgen um 13 Uhr statt. Ihr Erscheinen ist zwingend notwendig. Sollten Sie unentschuldigt fehlen, wird ein Bußgeld über Sie verhängt. Königliches Gericht. Naja, das ist ja toll, das königliche Gericht. Ja, das will ich aber in der nächsten Folge machen. Ich schaue mich noch ein bisschen um und werde noch mal kurz in das Logbuch gucken. Da gab es ja wieder ein... Genau, richtig. Ich wurde als Zeuge vor Gericht geladen. Die Verhandlung beginnt morgen um 13 Uhr. Wenn ich unentschuldigt fehle, wird ein Bußgeld über mich verhängt. Naja, der Cornelius hat ja gesagt, es muss ja nicht zwingend unbedingt so sein. Währenddessen kann ich mal gucken, ob es noch irgendwas Spezifisches gibt für Corinnes, was ich noch machen möchte. Ja, Brobtek will würfeln. Das ist, ja, da waren noch die anderen Würfelmenschen. Wie schon gesagt, das, ob ich da jetzt das live mache, ich weiß es noch nicht. Und zwar, genau. Ach nee, das ist Mirko. Das waren noch irgendwie andere Peebles. Wir müssen weiter runter. Gibt es hier noch was? Die Teleportstein, Zugang zum Minental. Xardas, Weissagung, wertvolles Buch. Nee, das sieht alles aus, als wäre Piratengold. Okay, das ist Pike, der Büchsenmacher. Ein Mann namens Pierre getroffen, der Büchsenmacher ist. Moment mal. Kann das sein, dass ich noch mit Pyroka labern muss? War da nicht noch was mit dem Kloster? Ich werde mal ganz eben schnell hinfetzen. Irgendwie habe ich was im Hinterkopf, was eventuell daran liegt, dass ich noch irgendwas machen muss bei Pyroka. Ich bin mir nicht sicher, deswegen die Minute soll es noch mal sein. Ui. Palan. Okay. So. Okay. Sechster Magiekreis. Gucken wir nochmal zum Schluss auf meine Potenz. So, was haben wir denn da? Magiewissen 252, da fehlen mir noch jede Menge. Das ist klar. Jetzt könnt ihr da auch mal sehen, wie weit ich hier vorangeschritten bin. Ja.
dann werde ich mal hier an dieser Stelle die Folge beenden und in der nächsten Folge geht's zur Gerichtsverhandlung. Ich bin sowas von gespannt. Herrlich. Ja, danke fürs Zusehen, fürs Einschalten und noch einen kleinen Hinweis an eigener Stelle. Ich habe in meinem Community-Tab auf meinem Kanal nochmal ein Poll getätigt, respektive ein Live-Play. Also das würde mein allererster werden, über Gothic. Also da habe ich 3 Gothic-Spiele aufgelistet und da könnt ihr euch aussuchen, was ihr gerne sehen wollt. Und das läuft noch ein paar Tage und dann werden wir gucken, ne, wie es weitergeht. Also, bis dann. Tschüss, euer David.